Hallo und willkommen bei den How-To Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr beim Sony Xperia 10 Mark V ein Software-Update vornehmen könnt. Es lohnt sich auf jeden Fall regelmäßig nach Software-Updates zu schauen, um das Gerät eben immer auf dem neuesten Stand zu halten, weil ja diese Updates eben Neuerungen beinhalten, als auch Sicherheitslücken schließen und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da regelmäßig nach Updates zu schauen. Und um das zu machen, gehen wir einmal in die Einstellungen und scrollen dann ganz runter bis System. Hier haben wir dann den Punkt Software-Update. Und sehen hier gleich, es ist auf jeden Fall eins verfügbar. Ich kann hier auf Update klicken und dann auf OK. Das solltet ihr auf jeden Fall mit dem WLAN verbunden sein, um eben nicht an eurem Datenvolumen zu kratzen. Dann sehen wir auch gleich, geht es auch schon los. So, im Anschluss wird das Gerät dann neu gestartet. Das kann je nach Größe des Updates auf jeden Fall mal länger und mal kürzer dauern. Bei uns ging das auf jeden Fall über 5 Minuten fast. Habt auf jeden Fall eure SIM-PIN zur Hand, die müsst ihr dann erneut eingeben, wenn das Gerät neu gestartet wird. Ich hoffe, dieses Video zum Finden eines Software-Updates auf dem Sony Xperia 10 Mark V hat euch gefallen und geholfen. Dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss!